So, die Gründerberichtstafel neigt sich jetzt hier dem Ende entgegen. Ich wollte vielleicht so ein kleines Endfeedback geben von dem, was ich jetzt hier mitgenommen habe. Es geht jetzt auch gleich hinten weiter, da muss ich mich so ein bisschen beeilen. Und zwar auf der einen Seite, dass wir dringend was tun müssen, sowohl für die Künstlerinnen als auch für die gesamte Kriminalisierungsproblematik, also sich hier alle Seiten dringend bewegen müssen. Die Politik das auch in neue Gesetze gießen muss, weil so wie es bislang geht oder ging, ja, die letzten 30, 40 Jahre geht es einfach aufgrund der neuen Technologien nicht mehr. Und einen Ansatz finde ich halt extrem spannend, dass wir halt vor allen Dingen die legalen Bezahlsysteme, die es schon gibt, also eben iTunes Store, Amazon Store etc., es muss leichter sein, auf die zuzugreifen. Also irgendwie die Opportunitätskosten, ja, also der Aufwand, illegale Downloads zu kriegen, ja, mit den Viren und so weiter und allem der Suche, die damit verbunden ist, das dauert ja alles eine ganze Weile und hat auch Probleme und man kriegt dann nicht das, was man will oder in schlechter Qualität. Das muss so anstrengend oder muss nicht anstrengender gemacht werden, aber die Shops müssen einfach so gut sein, dass man einfach gar keinen Bock mehr hat, sondern sagt einfach hier 50 Cent für ein Lied, ja, und in toller Qualität, das nehme ich. Und das Gleiche eben auch für Programme, für Spiele, für Bücher, für Zeitschriften. Es muss so einfach, so simpel und so zugänglich sein für jeden, dass der Konsum erschwinglich für jeden ist und auch einfach ist. Und dann klappt das. Weil, was auch bei der Diskussion rauskommt, viele Leute sind ja ausgeschlossen. Also wenn man keinen PayPal hat, wenn man keine Kreditkarte hat, das sind schon mal viele Teenager, wenn man kein Bankkonto hat, kann man schon an vielen Dingen nicht partizipieren. Und ist sozusagen auf illegale Downloads das muss sich ändern und auf der anderen Seite ist noch ein anderer wichtiger Punkt, der Zugang zu diesen Stores muss auch erheblich vereinfacht werden. Also ich kenne es jetzt nur für den Apple Store, aber es kann nicht sein, dass wenn ich jetzt als Hobbyautor oder sonst irgendwas, ich würde gerne mein Buch vertreiben, würde da gerne einen Preis festlegen, das gleiche für Programme, für Spiele und so weiter, dass ich dann die US Tax ID brauche. Das hängt mit dem internationalen Urheberrecht, aber auch mit dem internationalen Steuerrecht zusammen, ja, um in diese Stores reinzukommen. Das ist eine unglaubliche Bevorteilung für die Menschen, die dort leben, ein unglaublicher Nachteil hier, die dann auf irgendwelche Verwertungsgesellschaften zurückgreifen müssen, die dann diese Stores einstellt. Da geht auch unglaublich viel kreatives Potenzial verloren und da geht der Wirtschaftsstandort Deutschland leidet darunter, weil wir haben sehr viele kreative Leute, wir haben sehr viele innovative Leute im Programm. Digitales Produzieren ist der Milliardenmarkt der Zukunft. Und im Moment ist man doch relativ davon ausgeschlossen, wenn man nicht US-Amerikaner ist. Das muss sich ändern, das ist eine Aufgabe der Politik. Da leiden auch die Künstlerinnen und Künstler darunter, dass sie nicht in diese Stores reinkommen. Und da haben wir Handlungsbedarf. Nicht ganz mein Fachgebiet, aber das ist so meine Einschätzung zu dem Ganzen. Und jetzt geht's weiter. Danke.